Hey Leute, willkommen zurück zur neuen Folge von Bayonetta 3 und wir befinden uns gerade hier im Tempel der Stürme. Jawohl, Leute. Richtig geiler Tempel irgendwie. Ziemlich windig zwar, aber naja, gut. Es hat's halt an sich. Und im letzten Part habt ihr ja gesehen, wir haben einen neuen Dämon bekommen. Und zwar den Vogel, den wir ja schon aus dem ersten und zweiten Teil schon kennen. Und ich finde es richtig cool, dass der auch wieder mit dabei ist und dass wir den sogar auch beschwören können. Finde ich richtig klasse. Und ja, ich habe hier genau aufgehört bei diesem komischen Rätsel hier, wo wir die Windräder benutzen müssen. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt besser hin als beim, zum Schluss halt. So, wir müssen hier diese ganzen Schalter hier aktivieren. So, jetzt müssen wir einmal noch ganz kurz runter. Und damit haben wir es erledigt. Nicht. Okay, gut, ich kann einfach nur hinlaufen. Wäre jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen, wenn ich mich jetzt irgendwie rüberspringen müsste oder so. Aber nein, warte mal. Ganz kurz, eine Sache will ich nochmal kurz nachgucken. Nee, ist nichts. Gut, dann haben wir diesen Abschnitt auch erledigt. Was drin? Nö. Ich würde immer gerne gucken. Aha, da ist doch was. Genau das habe ich gerade gesucht. So, wie gesagt, das mit den, was ich ja im letzten Part angesprochen habe, mit den Umba-Tränen, die werde ich mir irgendwann halt später holen. Ich werde sowieso erstmal wissen halt, wie die Story weitergeht. Ey, eine Rutschpartie, nice. Aber war das nicht klar, dass das passiert? War ja eine kurze Rutschpartie. Hier ist bestimmt rein, oder? Do it. No infernal entry here, it seems. Na, schade, hier hätte noch. No, was hat sie gesagt? No entry, it seems? Aha, okay. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt hier weiter? Nee, hier ist nichts. Gut. Dann war das richtig gewesen, dass wir hier lang mussten. Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Hatte ich gerade eine Blumenplattform irgendwie im Nichts gemacht? Sah so aus, oder? Kann die etwa... Warte mal. Tatsache. Aber nur einmal. Mhm. Okay, die Alraune kann also ein einziges Mal eine Plattform entstehen lassen, womit wir dann sozusagen geschützt sind. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich gut. Ja. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also wirklich nochmal so ein Ankerpunkt. Oh, ja. Roden. Ich muss mal einkaufen. Bei The Gates of Hell. Let's get down to business. So, ich will erstmal gerne was einkaufen. Und zwar, ihr wisst es, wir brauchen Lollis. Ein bisschen mehr. Was können wir da noch so nehmen? Nehmen wir mal davon noch ein paar mit, weil dann ist die Angriffskraft noch ein bisschen erhöht. Und ich will noch zwei Lucis. Hast du sonst irgendwas Neues oder so? Ja, die Dinger müsste ich mir auch irgendwann mal kaufen. Was ist das denn? Huh?
Können wir ja einfach mal mitnehmen. Neue Klamotten. Die Figurenbox. Nehmen wir mit. Auch mit. Wir haben ja die Kohle. Bayo-Grün. Bayonetta 3 lila. Irgendwelche anderen Dinger da. Zubehör. Hast du noch nichts? Gut. Mach's gut, Roden. Irgendwie finde ich das ein bisschen schade, dass Roden eigentlich diesmal jetzt nicht so eine große Rolle hat, wie halt im ersten und zweiten Teil. Da finde ich das irgendwie... Ja, ich finde es echt schade irgendwie, weil der war halt immer so cool gewesen und auch... Na gut, Enzo bringen sie, glaube ich, nicht mehr so oft, weil der ja eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Der ist immer nur wichtig für den Anfang, habe ich das Gefühl. Komm mal her, mein Freund. Ey, ich mach keinen Schaden, das ist halt irgendwie das Bekloppte. Ich habe jetzt keinen Schaden bekommen. Ah, guck mal, ich kann immer noch halt schießen, obwohl ich ja gar keine... Ich habe eigentlich nur eine Waffe. Also ich habe ja nur so eine Peitsche. Hey, wo ist er hin? Hey, du feige Sau! Komm zurück! Und alles fängt wieder mal von vorne an. Ich werde es hassen. Mein Kind. Und der erste ist down. Ha. Ausgewichen, mein Freund. So. Ich habe noch keine guten Kombos irgendwie so. Jungs, ich habe gerade eben neu eingekauft. Jetzt musste ich schon wieder alle Dinger nutzen, ja. Mannometer. Naja, gut. Dann müssen wir einmal mal ganz kurz... Einmal wieder ein... Lolli opfern. Ich weiß gar nicht, geht es euch auch so auf den Sack? Und zwar beim Switch Pro Controller gibt es eine Stelle, eine Sache, die ich irgendwie hasse. Warum zum Teufel ist der A-Knopf auf der linken Seite, also auf der rechten Seite, Entschuldigung, und die B-Taste ist unten? Kannst du mal bitte aufhören? Danke. Also ich finde es irgendwie besser, wenn A irgendwie wirklich unten ist und B halt auf der rechten Seite. Das finde ich wesentlich entspannter. Aber ich glaube, da haben sich schon so viele Leute aufgeregt, dass man sich irgendwie... Dass sich Nintendo denkt so, oh ja, was wollt ihr eigentlich gerade von uns? So, was haben wir denn hier? Ah. What? Leute, da hinten war ein Gegenstand, den ich ja gerne haben wollte. Das war's, Freunde. Easy, easy. Jetzt kriegen wir einfach mal eine reine Platin-Münze. Alles klar, nice. Wenn ich das irgendwo aufheben könnte. Okay. Und wo muss das hin? Spread your wings. Spread your wings. Ah, okay. Spread your wings.
Ah, warte mal, okay, aber ich weiß, was ich machen muss. Halt, nein. Take it. Krallen des Salomo. Mhm. Spread your wings. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt... Finde ich irgendwie cool, diese Rätsel hier. Na? Ja, die Tür dürfte jetzt eigentlich offen sein, oder? Spread your wings! Spread your wings! Hm. Ist die Tür jetzt offen oder ist die jetzt nicht offen? Erstmal ist hier noch ein wunderbares Modell. So, aber was muss ich hier machen genau? Nee, die Tür ist nicht offen. Haben wir denn da eigentlich? Zwei schwere und zwei leichte. Ach, muss das vielleicht so in der Waage sein oder so? Dass es halt sozusagen halt... warte mal, vielleicht... Wir nehmen mal den leichten. Ups. Na komm. Take it. Ich sehe jetzt nicht genau, was man da machen muss. Spread your wings. Spread your wings. Ich muss, glaube ich, einfach nur die Ja. Muss einfach nur 2-2 sein. Gut, und halt in der gleichen Waage sein. Hm, manchmal macht sie das nicht. Achso, ich muss es gedrückt halten. Warte mal. Ja. Ich muss X gedrückt halten, damit ich dann das einsetzen kann. Okay, gut. Da haben wir wieder Muspelheim. Habe ich keine Lust drauf. Ich mache ja sowieso kein 100%. Also was ist eigentlich immer 100%, aber... Ich glaube, so diese Sachen mache ich nochmal wirklich, wenn ich nochmal normal spiele oder so. Könnt ihr euch ja dann auch nochmal angucken. Ich muss ja sowieso einige Sachen dann nochmal wiederholen. Aber erstmal ist mir eigentlich irgendwie wichtig halt die Story. Ich will wissen, wie die Story weitergeht. Finde ich gerade wesentlich interessanter. Ich muss jetzt noch mal sehen. Okay, die ist voll am... die hat voll... Schmerzen irgendwie so, weil... dieses Viech halt... Komm, du bist ein Vogel, du kannst ihn doch rausholen. Und zack. Und das war's. Gegner tot, weiter geht's. Platin! Ja, genau, die beiden Sachen, die ich ja eigentlich sozusagen nicht gemacht habe, waren ja Muspelheim. Ich weiß, es heißt halt anders, aber ich nenne es immer so. So, wo können wir denn noch so hin? Ne, jetzt bestimmt wieder tot. Da gehe ich nicht weiter. Apropos tot!
Habt ihr euch eigentlich schon den Kinofilm Der gestiefelte Kater 2 angeguckt? Da ist doch wohl der beste Charakter aller Zeiten dabei. Ich will jetzt nicht einfach... vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Es gibt einen Charakter einfach in diesem Film, der so gut dargestellt wurde. Und das ist einfach wirklich der Tod. Und der ist einfach in einer Wolfsform unterwegs. So was von gut. Also wer den Film unbedingt noch sehen will, guckt euch das an. Der ist wirklich sehr gut gemacht, kann ich echt nur empfehlen. Hallo? Was macht sie denn? Ich drücke zweimal auf Z und dann passiert nichts. Sie sollte jetzt eigentlich gerade sprinten. Macht so nicht. Danke. Jetzt hat es gemacht. Kommt auf einmal so eine blöde Sichel daher. Eine Guillotine war das ja eigentlich eher, aber trotzdem. Blöde Guillotine. Hau ab. Ich muss da durch. Sieht voll lustig aus halt. Aua! Das war jetzt nicht so lustig. Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Ich will doch einfach nur da vorbei, du. Einfach nur durchhuschen da, du. Was soll denn bitte? So, nochmal. Also was ich gerade sagen wollte, es sieht voll lustig aus, sie wird ja eigentlich nur von den Ranken bewegt. Hört auf damit! Ja, jetzt ist wieder alles gut, wa? Weil es doch nie was gewesen wäre und nicht dieser komische Dings uns da verfolgt hätte. Oh, nicht schon wieder so ein Rätsel. If you would. Die Brücke erscheint. Und wir können weiter. Einfach mal über 7 Brücken muss ich gehen. Hallo! Jawoll! Wieder mal die Post einfach mal wieder mal unterbrochen. Und da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Enzo might actually shut up for once if he saw this. Das nenne ich wirklich mal ein geiler Schatz. Oh, das ist eigentlich ziemlich gut, dass wir da durchlaufen. Warum kommt jetzt wieder so ein Riesentyp? Jawohl, Bob. Oh Mann, ich bin schon wieder fast tot. Ist das nicht toll? Und das meine ich. Ich will eigentlich auswählen, aber ich darf nicht. Ist ja auch lustig, dass hier überall diese ganzen Golddinger hier voll mit Dings sind. Wie heißt es jetzt? Mann, Heiligenscheine, so. Nur noch so viel Leben. Und zack. Lass das nicht die Frau anfassen. Boah. Ja,
Ja klar. Treib doch noch mehr. Da wie oft hat er euch denn noch angegriffen? Du machst mir wirklich ein bisschen zu viel Schaden, mein Freund. So. Fette Sau. Es war klar, dass es jetzt so passieren muss, weil er hat mir auch übelst viel Schaden gemacht. Aber ey, ich bin froh, dass es nicht zu leicht ist. Jawohl. Na, noch mehr Heiligenscheine vielleicht so? Das wäre gar nicht mehr so schlecht, weil dann könnte ich wieder mal ein bisschen was kaufen. Jetzt passiert. Nee, da ist sie doch nicht. Aber das ist das Zeitding. Ah, sehr gut. Das Multiversumsding, was sie die ganze Zeit braucht. Das gleiche wollte ich auch sagen. Das ist einfach viel zu einfach ist irgendwie. Und das ganze schöne Geld. Ich hätte es mitgenommen. Ah, war ja klar, dass doch trotzdem noch sowas kommt. Sowas finde ich cool. Sowas liebe ich. Hat es jetzt so getroffen oder nicht? Ich kann Federraketen schießen, ja, war ja klar. Wäre ja komisch, wenn ich keine Raketen schießen könnte. In so einen Szenen müssen immer Raketen dabei sein. Ach, verdammt. Ach, natürlich. Meinem Vogel nicht zu nah. Haut. Oh, lasst doch meinen Vogel hier in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Ohne hinzugucken. Die Musik ist auch ziemlich episch. Klingt so ein bisschen wie gerade bei Star Fox. Aber cool gemacht auf jeden Fall. Ja, was kommt jetzt wieder? Neuer Gegner? Ja. Was bist du denn? Das ist ein Säbelzahntiger. Vogeli! Oha, das ist ja voll der krasse Feind, den wir haben. Aber Leute, ihr macht alles kaputt. Es ist ein bisschen schwer hier zu fahren. Also hört mal ein bisschen auf, ja? Wow. Jungs, jetzt hört doch mal auf. Bis einer heult. Also wirklich. Stell mal vor, die hätte ja aus Versehen ihn getroffen. Der hört aber auch nie auf.
Der ist hartnäckig, aber sowas von hier zurück. Der hat auch keinen Bock mehr. Jawoll. Hast du dich hier gemerkt? Ey, du gehst mir auf den Sack. Bam. Und schön Angriff wieder zurück. Wie lebt der noch? What the fuck? Den lese ich nicht vor. Irgendwas mit C. Princess, but I did promise a mutual friend that I'd come for you. Sounds like someone has led a rather solitary life, doesn't it? Indeed. We'll waste no more time on this foolishness. Oh, Riesenbossfight. Die Frage ist, ob man das jetzt richtig am Bossfight hier nennen kann überhaupt. Ich glaube, man muss wirklich hier in dem Schwierigkeitsgrad, muss man wirklich halt sehr oft gehen mit den Beschwörungen halt arbeiten. Anders kann man es, glaube ich, nicht schaffen. Aua. Aber sowas von. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen effektiver ist. Na, war nicht wirklich effektiv. Aber ich weiß auch, der Part ist gleich wieder vorbei, aber... Ich weiß ja nicht, wie lange das hier alles überhaupt geht. Eigentlich machen wir das ein bisschen länger. Also das ist, glaube ich, meine Hälfte, die ich hier jetzt habe. Boah, Alter, dieses Viech. Oha, wie viel hat der denn? Wow, ah, fies. Jawohl, das war gut. Jetzt hat er mir gerade richtig den Arsch gerettet. Mein Spinnenfreund. Boah. Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, mach doch auch was, Jeanne.
Und auch noch dein Frosch ist doch fetter als du. Aber darf ich den gar nicht einsetzen? Ich weiß es gar nicht. Aua. Oh Mann. Ja, der Gegner ist stark. Lass das, du Penner. Komm her, ich mach dich platt. Glaube ich, die. Mann, lass das doch mal. Lass mich doch mal angreifen, du komisches Etwas. Irgendwas mit C warst du noch gewesen. Hey! Das war fies. Ja, klar. Kann ich jetzt auch mal angreifen? Hallo? Ja. Dann leidest du auch so krasse Schmerzen wie Bayonetta? Viel Spaß, du Penner. Jawohl. Forgive me. My weakness failed you again. No. You've grown stronger than you know. Cereza. Not the woman I used to be. Now watch, Jean. I'll never bow to anyone again. Not even myself. Krass. Natürlich muss man noch eine Nummer draufsetzen und das Viech noch größer machen. Geht ja nicht anders.
Stratocumulus. Stratocumulus! Wie geht's? Diesmal mit der Riesenspinne! Oh, krass! Jawohl! Oha! Das Phantom! Schmelze der Schöpfung! Oh, krass! Aber Leute, das müssen wir echt im nächsten Part machen, weil... Wie geil ist das denn? Dämonenduo, nächster Part. Also dann Leute, macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss!